Genau, also herzlich willkommen einmal zu Let's Talk Campus und dann zu dieser Lightning Talk Runde zu Partizipationsprojekten und Rollenreflexion. Wir haben 4 Lightning Talks, einmal von Martha Geiger, dann von dem Team im Prorektorat Lehre und Studium der Uni Köln, dann von Caroline Kriegel und dann im Anschluss auch von Jorin Meyer. Das ist auch die Reihenfolge und wir würden jetzt eben diese 4 Talks Ihnen einmal präsentieren und im Anschluss haben Sie dann die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen und dann im Anschluss gibt es eben noch die Thementische, die auch an die Session anschließen würden, falls es eben noch offene Fragen geben sollte. Aber ansonsten, without further ado, würde ich sagen, würde ich jetzt schon einfach direkt eben an Martha Geiger weitergeben für ihren Input in diesem Lightning Talk. So, vielen Dank. Ich teile mal und hoffe, dass das jetzt klappt. Genau, also vielen Dank nochmal, einen schönen guten Morgen und viele Grüße aus Frankfurt. Zuerst ein ganz großes Dankeschön an die Initiatoren und Organisatoren für die Möglichkeit, eben auch über unser Projekt Get in Touch and Restart Your Campus Life, was sich mit dem Thema Campusleben und Partizipation an der Goethe-Universität Frankfurt befasst, zu sprechen. Genau, ich bin Martha Geiger und bin die Projektkoordinatorin von dem Projekt Get in Touch and Restart Your Campus Life. Ich versuche gerade die nächste Folie zu machen. Wo gehe ich denn weiter? Jetzt. Genau, ich bin Martha Geiger, die Projektkoordinatorin und das Projekt hat gerade nach dem hybriden Wintersemester die Interaktion und soziale Vernetzung der Studierenden angekurbelt in Frankfurt und hat eben den ersten Versuch gehabt, unser Campus zu beleben. Wir hatten eben auch einen Hauptfokus auf die Aktivierung der Fachschaften, Hochschulgruppen und Initiativen der Goethe-Universität. Das Projekt wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und hat im Frühjahr 2022 gestartet und konnte eben auch durch Kooperationen mit wichtigen Bereichen wie das Zentrum für Hochschulsport und der psychotherapeutischen Beratungsstelle entsprechende Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten schnell umsetzen und auch anbieten. Das Projekt an sich besteht aus 5 Bereichen, die hier blau aufgeführt werden in den Säulen. Zum einen Präventionsangebote und Förderung der Motivation durch die psychotherapeutische Beratungsstelle und auch ein Life Design Lab. Als zweite Säule oder Bereich gab es eine Veranstaltungsreihe zur psychischen Gesundheit von Studierenden. Als dritte Säule war eine Veranstaltungsreihe zur Campusbelebung, die stattgefunden hat. Und genau, im vierten Bereich eben sehr vielseitige Bewegungs- und Sportangebote, die von unserem Zentrum für Hochschulsport veranstaltet wurden, darunter beispielsweise Playbike, also ein Lastenrad mit Spielausstattung und Bewegungsmöglichkeiten. Die haben auch soziale Events wie das Gruppensängen angeboten und Sportplätze, die einfach kostenlos zur Verfügung gestanden haben. Die fünfte Säule und die letzte Säule, zu der ich jetzt auch gleich ein bisschen mehr sagen möchte, ist eben auch der Bereich der Förderung von studentischem Engagement. So. Ja, wer gestaltet die Zukunft vom Campusleben? Es sind natürlich die Studierende, es sind aktive Studierende, insbesondere eben Fachschaften, Hochschulgruppen und Initiativen. Und daher war es eben auch besonders wichtig für unsere Vizepräsidentin, Frau Thompson, genau diese Gruppen, also die Fachschaften, Initiativen und Hochschulgruppen zu unterstützen und eben auch, weil sie eben das Sozialleben am Campus gestalten. So entstand eben auch die Idee einer Ausschreibung, um genau diese Gruppen zu reaktivieren. Diese Ausschreibung fand im Frühjahr statt. Und wir konnten somit im Sommersemester insgesamt 23 Studentenprojekte mit jeweils 2000 Euro fördern. Es kamen sehr viele verschiedene kreative Ideen zur Campusbelebung und Vernetzung der Studierenden ein. Wir haben versucht, es thematisch an 3 Gesichtspunkten zu bündeln. Zum einen ging es um die Stärkung der Bewältigung von inhaltlicher, fachlicher Lernkontexte.
Als zweiten Punkt hatten wir soziale und interkulturelle Austausch. Als dritten Merkmal gab es dann noch die Förderung von Interaktion, insbesondere beispielsweise der Dialog zwischen Lehrenden und Studierenden. Kamen dann eben auch in den 23 Projekten viele Events zusammen. Aus den Statistiken kann ich vorstellen, haben wir 7 bis 8 große Events mit durchschnittlich 630 Teilnehmer fördern können. Und es finden regelmäßige Gruppentreffen im Sommersemester wie auch im Wintersemester weiterhin statt, mit durchschnittlich so 16 Teilnehmer. Die studentischen Projekte sind noch am Laufen und werden bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Die Rückmeldungen zu den Projekten ist auch durchweg positiv und auch die Förderung wird sehr begrüßt. Und als letztes ist noch so ein kleiner Ausschnitt der verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten, die gefördert wurden. Um nur ein ganz paar wenige zu nennen, beispielsweise das offene Forum Nachhaltigkeit vom Goethes Green Office, internationale Abende, Mentoring-Treffen, Konzerte, Ausstellungen, Fachschaftsevents. Das sind jede Menge Projekte und interessante Events dann eben, die umgesetzt werden konnten. Und damit bin ich auch schon am Ende der Zeit, glaube ich, von diesem Lightning Talk und möchte einfach noch in der letzten Folie noch unsere Kontaktdaten weitergeben und bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Wunderbar, vielen Dank. Ich hoffe, du hörst den virtuellen Applaus. Und dann würde ich tatsächlich direkt weitergeben an das Team eben aus dem Prorektorat Lehre und Studium der Uni Köln. Ja, willkommen zu unserem Lightning Talk. Ich werde jetzt auch gleich loslegen, wenn wir die Folien sehen. Ich glaube, so passt alles, ne, Herr Kneifel? Sieht gut aus. Wunderbar. Sieht gut aus, ne? Ja, ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Morgen auch von mir. Die Rolle der Universitäten und Hochschulen und die an sie gestellten Erwartungen haben sich sehr verändert. Und wir denken, die Gesellschaft braucht schneller denn je Antworten auf große Fragen unserer Zeit. Die digitale Transformation muss dabei klug genutzt und begleitet werden und Studierende verdienen eine exzellente, zukunftsgerichtete und partizipative Bildung. Nachhaltigkeit und das, was wir als Wellbeing bezeichnen, müssen bei allen Entscheidungen bedacht werden. Und daher sind Rollen und Rollenverständnisse, darum soll es heute gehen, das schließt eben Berufsbilder und neue Formen der Zusammenarbeit ein, für uns eine zentrale Frage, wenn wir über die Hochschule der Zukunft nachdenken. Welche neuen Rollen und Berufsbilder entstehen denn derzeit in Hochschulen? Wir wollen agil innovative Lösungen finden und uns dabei aber auch als Organisation stetig weiterentwickeln. Etablierte statische Kategorien, sowas wie WissenschaftlerInnen und Verwaltung, Lehrende und Studierende, die mit bestimmten Rollen, Rollenverständnissen korrelieren, stehen aber agilen und ko-kreativen Ansätzen häufig im Weg. Daher brauchen wir diverse kreative, cross-funktionale Teams und aber auch passende Formate der Zusammenarbeit, ganz explizit auch im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement. In unserem Team, von dem einige Leute hier sind, kann man das an 3 Beispielen nachvollziehen. Einer Junior-Referentin mit dem Schwerpunkt Bildung der Zukunft, einem Learning Experience Designer und auch mir, der hier als Experte für digitale Bildung ist. Das hört man ich weiß nicht, ob man unsere Kollegin gerade hören kann. Die Brücke zwischen Tagesgeschäft und Innovation. Ich bin Katrin und Junior-Referentin mit dem Schwerpunkt Bildung der Zukunft. Meine Rolle zeichnet aus, dass ich jeden Tag die Brücke zwischen Tagesgeschäft und innovativen Projekten schlage. Dabei habe ich immer einen Blick in die Zukunft der Bildung in allen Facetten, aber auch in solchen. Herr Kneifel. Ja, genau. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ich bin Malte und als Learning Experience Designer sowohl im Prorektorat als auch im NRW-Projekt Teaching in the Digital Age tätig. Da entwickle ich immer gemeinsam mit anderen innovative Lehr-Lernkonzepte. Ja, wenn komplexe Aufgaben gelöst und Projekte professionell umgesetzt werden sollen, braucht es neue Rollen und Expertisen. Das reicht von ProjektmanagerInnen bis hin zu NachhaltigkeitsexpertInnen. Neben den Menschen braucht es aber auch passende Formate, zum Beispiel die Arena oder Design Thinking, damit Teams schlagfertig agieren können. Wie verändern sich bestehende Rollen und Rollenverständnisse? Lösungen auf komplexe Herausforderungen, mit denen auch Hochschulen täglich konfrontiert sind, können wir nur gemeinsam und unter Einbringung der verschiedenen Expertisen entwickeln. Das hat Folgen für die Arbeitskultur und damit auch für bestehende Rollen und Rollenverständnisse. Fachliche Zuständigkeitsbereiche stoßen alleine an ihre Grenzen. Deshalb überwinden wir sie durch interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Gemeinsame Ziele müssen mit Partikularinteressen verbunden werden. Statushierarchien sollten insgesamt zumindest zeitweise ausgesetzt werden. Jeder und jede muss unabhängig von Position und Titel Verantwortung für das Ganze übernehmen. Schauen wir auf die Hochschullehre. Die aktuelle Didaktik setzt darauf, dass Lehrende sich nicht mehr nur als Wissensgeberinnen, sondern als Lernbegleiterinnen verstehen. Dass Studierende eine Co-KreatorInnenrolle einnehmen mit einer Verantwortung für die Gestaltung ihres eigenen Lernens und dass Lehr-Lern-Settings somit selbstverständlich gemeinsam entwickelt und realisiert werden. Oder blicken wir auf das noch junge Wissenschaftsmanagement. WissenschaftlerInnen professionalisieren sich zu ManagerInnen für Forschung und Lehre. Dieses Berufsbild verdeutlicht, wie Grenzen auch in den Köpfen zwischen der Verwaltung und der Forschung oder der Lehre sehr viel durchlässiger werden und das Bedarf an ExpertInnen besteht, die verschiedene Bereiche zusammendenken. Wer, insbesondere auch Studierende, übernimmt denn welche Rollen? Die Rollen und Rollenverständnisse werden komplexer, aber auch fluider. Es schließt ein, dass Hierarchien, zumindest da, wo sie im Weg stehen, abgebaut werden und Rollen, Kontext, Expertise, aber auch wissensbasiert vergeben und eingenommen werden. Ein Beispiel ist die gleichberechtigte Zusammenarbeit mit studentischen Kolleginnen. Ich bin Eugen und als einmal Studi-Vertreter und andererseits Studi der Rechtswissenschaft bringe ich zwei weitere Perspektiven ins Team und unsere Projekte hinein. Rollen und Rollenverständnisse müssen ebenfalls in sich agil bleiben. Wer wann welche Rolle einnimmt und wie sich diese gestalten, ist und bleibt dynamisch. Lernende werden zeitweise zu Lehrenden und umgekehrt. Das ist eine Chance zu wachsen. Die neuen Rollen oder auch Titel, die wir jetzt in unserem Team gesehen haben, wirken vielleicht auf den ersten Blick statisch. Wir sehen diese explizite Benennung aber als einen ganz wichtigen ersten Schritt, um die Komplexität, die das alles hat, transparent zu machen. Es ist uns aber wichtig zu zeigen, dass es diverse Teams hinsichtlich der Menschen, der Expertisen, aber auch der Perspektiven braucht, um zukunftsfähige Lösungen zu finden. Trotz eines bestimmten Jobtitels, trotz einer bestimmten Rolle, nehmen wir aber selbstverständlich alle verschiedene Rollen ein und arbeiten gemeinsam an Aufgaben. Was diese Titel aber in den Vordergrund stellen, ist, dass sich unterschiedliche Perspektiven nie von selbst ergeben. Welche neuen Perspektiven und Narrative entstehen? Es ist klar, dass sich die Rollenperspektive nicht getrennt von anderen Entwicklungen, beispielsweise einer verändernden Arbeits- und Lernwelt, denken lässt. Konkret stehen ausgehend von unseren Erfahrungen vier Perspektiven im Fokus, nämlich erstens, dass etablierte Rollenverständnisse stehen innovative Ansätze häufig im Weg und es stehen fast zwangsläufig Konflikte mit etablierten Bildern und Vorstellungen darüber, wie eine Hochschule, eine Universität aussieht und arbeitet oder wer spricht. Zweitens, die Zeiten, in denen eine Position immer alle Anforderungen erfüllen, also alle Rollen einnehmen kann, sind aus unserer Sicht fast vorbei. Und damit findet keine Abwertung, sondern eine bewusste Aufwertung der Positionen, der Tätigkeiten und Aufgaben statt. Und drittens, neben Rollen müssen auch die Formate der Zusammenarbeit überdacht werden. Mit der Arena haben wir beispielsweise ein co-kreatives Think-Tank-Format geschaffen, das interdisziplinären AkteurInnen Expertise basiert, die Möglichkeit gibt, zusammenzukommen und bewusst auch die Organisationsentwicklung in den Blick nimmt. Und viertens, wenn Rollen und die Übernahme von Verantwortung flexibler werden, verändern sich auch die Anforderungen und Erwartungen an die AkteurInnen. Wir müssen offen für stetige Veränderungen bleiben und Lernen als Aufgabe für uns alle sehen. Mit unserem kurzen Impuls wollten wir zeigen, dass auch an der Hochschule alte Rollenkonzepte aufbrechen und wir neue erfinden müssen. In unserer Arbeit sehen wir, dass es sich dabei lohnt, neue Wege zu gehen. Neue Rollen und Rollenverständnisse stellen Hochschulen und ihre Strukturen vor Herausforderungen. Natürlich werden Teams und die Zusammenarbeit komplexer, aber gerade neue und diverse Perspektiven fördern Innovation und kreative Ideen. Wir wissen natürlich, dass noch viele Fragen offen sind und freuen uns daher umso mehr auf die Diskussion. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick und auch die anregenden Fragestellungen. Genau, die Fragen können wir dann eben am Ende der Session klären. Ich würde jetzt eben dann auch weitergeben an Caroline Kriegel. Ja, hi. Vielen Dank. Ich werde auch mal hier aus der Content Library versuchen, meinen Inhalt zu teilen. So. Ich hoffe, das geht so gut. Hört ihr mich? Passt. Gut. Also, ich möchte mit euch kurz sprechen über inklusive Inklusion. Kurz zu mir. Ich
bin Caroline Kriegel, Studierende des Lehramtsstudiengangs Deutsch, Englisch und Darstellendes Spiel und Deutsch als Zweitsprache an der Uni Bayreuth und habe mich im Zuge meiner Masterarbeit viel mit dem Thema Inklusion an der Schule auseinandergesetzt und deswegen jetzt eben auch an der Hochschule. Warum überhaupt inklusive Inklusion? Sollte das nicht irgendwie, also ist es nicht redundant? Nein, ist es nicht. Weil oft wird Wasser gepredigt und Wein getrunken. Das erleben wir tagtäglich auch hier an der Hochschule. Gerade die Didaktik, Vorlesungen, Seminare sind meistens die, die didaktisch am schlimmsten sind. Genau deswegen müssen wir da darauf achten, dass Inklusion wirklich inklusiv ist. Und der Campus somit zum Vorbild wird für den gesellschaftlichen Wandel, den wir uns wünschen. Also kurzer Exkurs, was bedeutet Inklusion? Ich gehe nur ganz kurz drauf ein. Wir haben einen langen Weg hinter uns von Exklusion über Separation zur Integration hin zur Inklusion. Wo wir hinwollen, ist definitiv die Teilhabe für alle. Hier nochmal kurz grafisch dargestellt. Teilhabe ist auch der zentrale Begriff an dem ganzen Konzept, also Partizipation ermöglichen. Allerdings ist es ein sehr, sehr komplexer Bereich und es gibt viele Förderschwerpunkte, weshalb Inklusion immer super individuell ist und sich eben auch dynamisch entwickelt. Außerdem ist es gesetzlich geregelt. Teilhabe ist nicht verhandelbar, nicht optional. Im Gedanken einfach, in der Umsetzung doch meist etwas komplexer und vor allen Dingen eins, nämlich ein Prozess. Genau. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Teilhabe ist das Wichtigste an dem Ganzen. Deswegen möchte ich auch nicht allein sprechen, theoretisch, sondern habe eben hier auf dem Campus, aber auch online sehr, sehr viele Menschen befragt, die sich auf dem Campus aufhalten, ob Studierende sind, ob Dozierende sind, Forschende, Verwaltungsangestellte und habe sie gefragt, was ein Campus wirklich inklusiv macht. Wörter, die da immer wieder auftauchen, waren Chancengleichheit, Barrierefreiheit, Awareness, Offenheit. Ich habe auch danach gefragt, wie es denn momentan aussieht. Und zwar ganz arg runtergebrochen auf vier Bereiche, nämlich den Campus als Arbeitgeber, sind Stellenbeschreibungen zum Beispiel inklusiv, ist das Gelände barrierefrei, ist Inklusion überhaupt ein Thema auf dem Campus und unterrichten die Dozierenden inklusiv. Und wir sehen Barrierefreiheit, da ist ein großer blauer Balken, das wird schon viel umgesetzt. Zugegebenermaßen ist das auch relativ einfach, ja, also weil es sich um sichtbare Ergebnisse handelt, man hat was getan. Natürlich ist der Aufwand für die Bauverhältnisse schwierig, aber es ist halt eine einmalige Handlung. Was aber wirklich schwierig ist, und das sehen wir hier, ist der Wandel im Mindset, das wirklich tagtäglich zu leben. Also eben in die Forschung einbauen, in das Arbeitgeberverhältnis, in die Lehre. Genau, deswegen habe ich einmal diese Bereiche aufgelistet. Also wir haben einmal die Infrastruktur, die Barrierefreiheit, über die viel gesprochen wurde. Auch da manchmal schwierig. Also wenn ich jetzt einfach mir unsere Uni anschaue, haben wir teilweise Türen, die von Menschen im Rollstuhl nicht mal geöffnet werden können, weil sie viel zu schwer sind. Personalpolitik, kann man darüber nachdenken, sind unsere Stellenbeschreibungen inklusiv? Wie inklusiv ist überhaupt der Arbeitsplatz? Ist auch Remote Work möglich? Wie digital sind wir unterwegs und ist unsere Digitalisierung überhaupt immer inklusiv? Das Gleiche gilt natürlich auch für die Forschung. Beschäftigen wir uns thematisch in den Fachbereichen mit Inklusion? Ist unsere Methodik während der Forschung inklusiv? Wie sieht es in der Lehre aus? Haben wir Binnendifferenzierung, einen geregelten Nachteilsausgleich und natürlich auch die Kultur insgesamt am Campus? Sind die Events inklusiv? Wie ist es mit der Sensibilisierung für das Thema allgemein? Auch das alles nur angerissen in Form des Lightning Talks mit dem mit der Kernaussage, gut gemeint heißt nicht immer gut gemacht. Wir haben hier zum Beispiel auch sehr oft Rampen für Studierende, die motorisch eingeschränkt sind, die sie aber de facto nicht nutzen können, weil sie viel zu steil sind. Und das ist nicht nur runter ein Problem, sondern eben auch hoch. Also, was lernen wir daraus? Inklusion ist ein Lernprozess, in dem es immer wieder um Teilhabe geht, dass sich alle Menschen gemeinsam an einen Tisch setzen. Man muss den Menschen zuhören und vor allen Dingen sehr, sehr viel reflektieren. Auch meine Präsentation hier ist überhaupt nicht inklusiv. Ja, sie ist komplett bunt. Ich habe nicht auf die Kontraste, auf die Farbnutzung geachtet. Ich habe sehr viele Fachbegriffe einfach reingeworfen, statt einfache Sprache zu nutzen. Ich habe keine Gliederung an den Anfang gestellt.
Von daher, wie gesagt, immer wieder ein Prozess des Reflektierens. Inklusion muss einfach immer mitgedacht werden und ist einfach nicht optional. Kurzer, schneller Input. Ich freue mich, wenn wir uns connecten über LinkedIn, über E-Mails und ja, ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute an den Thementisch kommen, Fragen stellen. Ich habe ein bisschen Food for Thought für nachher mitgebracht, ein paar Hypothesen, über die wir uns gerne austauschen können und freue mich darauf. Prima, hab ganz, ganz lieben Dank auch für diese Eindrücke auch zur Inklusion, die wahrscheinlich auch sehr viele Denkanstöße jetzt geliefert haben. Und dann würde ich jetzt last but not least eben an Jorin Meyer übergeben für deinen Input. Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Jorin Meyer, Vorstandsmitglied vom Netzwerk N e.V. Und in dieser Rolle bin ich heute auch hier, denn wir vom Netzwerk N bringen durch Empowerment von Studierenden Nachhaltigkeit und auch Klimaschutz an die Hochschulen. Und ich bin Student. Ich studiere Psychologie und Nachhaltigkeit. Liebe Studierende, in den nächsten Minuten geht es um uns. Denn wir sind die TreiberInnen von nachhaltiger und auch zunehmend digitaler Hochschultransformation. Aber was ist denn nachhaltige Hochschultransformation überhaupt? Wir vom Netzwerk N sind der festen Überzeugung, dass es darum geht, erstmal einen Ort zu schaffen, an dem wir einfach gerne lernen und an dem wir gerne sind. Einen Ort zu schaffen, an dem wir lernen können, jetzt schon das System Hochschule zu verändern und zu transformieren. Denn dann sind wir nach unserem Studium mit den nötigen Fähigkeiten ausgestattet, auch die Organisation zu verändern, in denen wir zukünftig arbeiten werden. Es geht auch darum, einen Ort zu schaffen, an dem alle Nachhaltigkeitsprojekte voranbringen können, die Nachhaltigkeitsprojekte voranbringen wollen, an dem Engagement Selbstverständlichkeit wird und dadurch auch finanziell und in Form von ECTS honoriert wird. Wir Studierende tragen schon ganz schön viel dazu bei. Da denke ich beispielsweise an die Erstsemesterakademie Zukunftsfähig, in dem Studierende aus ganz Baden-Württemberg Veranstaltungen organisieren, bei denen sich Erstis damit auseinandersetzen, wie wir leben wollen und auch leben müssen, um überhaupt zukunftsfähig zu sein. Überregionale Austausch, hybride Veranstaltungsformate und so weiter sind hier Selbstverständlichkeit. Ein schon gelebtes Vorzeigebeispiel digitaler und nachhaltiger Hochschultransformation und das Ganze rein studentisch organisiert. Wahnsinn. Wenn ich darüber nachdenke, wie wir als Studierende auch strukturell zur Zukunftsfähigkeit beitragen, denke ich an all die studentischen Initiativen, die Nachhaltigkeitsbüros und Green Offices an ihren Hochschulen fordern und erfolgreich in die Umsetzung bringen. Frankfurt oder Berlin sind nur zwei Positivbeispiele. Diese Projekte klingen kompliziert, aber wir sind krass genug, sie zu organisieren und umzusetzen. Das zeigen wir immer wieder. Und das Netzwerk N unterstützt euch als Initiative bei solchen Vorhaben durch unser Wandercoaching. Schaut gerne mal auf der Homepage vorbei. Oder bei der Konferenz N vom 3. bis zum 5. November, wo es einfach mal darum geht, gemeinsam Kräfte für die Hochschultransformation zu bündeln und zu sammeln. Was zeigen uns diese Beispiele? Dass unsere Ideen es wert sind, gefördert und umgesetzt zu werden. Und daher müssen wir uns jetzt einbringen und aufdrängen und uns vernetzen. Oft laut, denn wir wollen ja gehört werden. Und manchmal ganz leise, vielleicht im Büro der RektorInnen, wenn wir unsere Anliegen vortragen und aufzeigen, wie viel Gelder und studentische Hilfskräfte wir wirklich bräuchten, um Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesund finanziert an die Hochschulen zu bringen. Das könnt ihr übrigens wirklich mal machen. Schreibt doch noch heute während letzter Campus euren RektorInnen mal eine Mail mit euren Projektideen und einer kleinen Gesprächsanfrage. Ich bin gespannt, was die Rückmeldungen sind. Und wir könnten hier bei Let's Talk Campus damit anfangen, uns aufzudrängen. Lasst uns die öffentlichen Chats und die Privatchats, die Mittagspausen und die Podiumsdiskussionen dazu nutzen, unsere Vorstellung einer nachhaltigen Hochschullandschaft zu verbreiten. Hier hat das Student Advisory Board es uns natürlich leicht gemacht. Aber die Räume füllen, das müssen wir jetzt auch tun. Und lasst uns auch unseren Unmut teilen, da wo es einfach nicht mehr zum Aushalten ist, wie langsam alles vorangeht. Hier denke ich zum Beispiel an die endlose Messung von CO2-Einsparungspotenzial, anstatt parallel direkt damit zu starten, die oftmals offensichtlich größten Baustellen für Mobilität, Flugreisen oder Gebäudemanagement endlich in den Griff zu bekommen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, von welchen ganzen Ideen redet ihr eigentlich, schaut gerne mal in die Good Practice-Sammlung vom Netzwerk N rein, wo erfolgreiche studentische Projekte zur Hochschultransformation gesammelt sind und als Inspiration dienen. Liebe Lehrende, liebe Hochschulmitarbeitende, liebe Hochschulleitungen, liebe PolitikerInnen, was ich jetzt sage, klingt so einfach, dass es mir fast ein bisschen peinlich ist, diese Bühne dafür zu nutzen.
Aber im studentischen Ehrenamt merken wir immer wieder, wie wichtig es für unsere Arbeit ist, dass ihr uns einbindet und aktiv mitdenkt. Was meinen wir damit? Um zum Beispiel die Erstsemesterakademie zukunftsfähig aus Baden-Württemberg zurückzukommen, wäre das schon so was Banales wie die Möglichkeit, Flyer der Akademie in die Ersti-Pakete zu stecken. Und weil ja aktuell viele Nachhaltigkeitsbüros in der Gründungsphase sind, schaut doch mal nach, ob es nicht schon eine studentische Gruppe gibt an eurer Hochschule, die ein solches Nachhaltigkeitsbüro schon fordert, und kontaktiert sie und bindet sie in den Aufbau mit ein. Denn wir merken immer wieder, dass studentische Gruppen einfach einen Ticken früher als viele andere Akteure wichtige Themen identifizieren und sie auch angehen. Oft bei den klassischen Campus-Themen wie Ernährung oder Mobilität, aber auch, und das ist uns besonders wichtig, in der Lehre. Wir laden euch herzlich ein, dieses Potenzial zu nutzen und auf uns zuzugehen, hier bei Let's Talk Campus, aber auch darüber hinaus. Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Hochschulmitarbeitende, liebe Hochschulleitung und liebe PolitikerInnen, unsere Ideen sind es wert. Wenn wir über unsere Ideen und Vorstellungen einer nachhaltigen Hochschule reden, sie gemeinsam verbessern und dann auch wirklich in die Umsetzung bringen, können wir die Hochschulen zu einem Ort machen, an dem Digitalisierung sinnvoll eingesetzt wird und Nachhaltigkeit bei allen Entscheidungen höchste Priorität hat. Und damit wünsche ich euch einen ganz tollen Konferenztag und hoffe, dass wir uns alle einbringen und uns aufdrängen. Prima. Vielen, vielen Dank für diesen Input und Aufruf, der sicherlich auch jetzt hoffentlich einiges angestoßen hat. Und jetzt haben wir noch, sagen wir, knapp 5 Minuten für die eine oder andere Frage. Das heißt, auch gerne jetzt in den Chat posten, wenn es eben Fragen an die SpeakerInnen aus der Runde gibt. Und es gibt zum Beispiel auch im Q&A jetzt eine Frage von Jan Eden, und zwar, wie reagieren die traditionellen Strukturen der Hochschulen auf das Modell der fluiden Rollen und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Gibt es da jemanden aus der Runde, der dazu vielleicht Bezug nehmen möchte? Ja, das kann ich gerne machen. Vielen Dank, Herr Eden, für die Frage. Das ist unterschiedlich, also je nach, sage ich mal, auch Haltung und Mindset. Viele freuen sich darüber, dass wir partizipativ arbeiten und damit auch die Expertise, die wir haben, ja in großer Kraft an Universitäten, das haben wir auch eben gehört, so zum Tragen kommt, dass alle beitragen können. Und für andere sind bestimmte auch agile Formate noch was Neues. Sie sind sehr neugierig, wie sich das für eine Haltung an einer Hochschule und Universität ja auch gehört und wie das ja eigentlich inhärent ist. Und wiederum andere sind auch skeptisch, ob das zu was bringen kann. Da wird dann die Frage gestellt, wer entscheidet, wer tut verschiedene Dinge, wie sind dann die Prozesse. Also ich würde sagen, wir sind auf dem Weg und das wissen Sie ja auch, weil Sie zum Teil teilgehabt haben daran. Es ist also schön, dass Sie die Frage jetzt stellen. Wir haben nämlich zusammengearbeitet schon, Hayden und das ganze Team hier. Wunderbar, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen sonst aus den teilnehmenden Kreis? Vielleicht geht es auch noch gar nicht so schnell, so ad hoc irgendwie mit den Fragen. Vielleicht müssen Sie auch noch mal einfach wirken lassen, was jetzt eben in diesen spannenden Talks präsentiert wurde. Es gibt ansonsten auch jetzt im Anschluss noch mal die Möglichkeit, an die Thementische eben mit den SpeakerInnen zu gehen und da eben noch mal wirklich in den intensiveren Austausch, sage ich mal, zu gehen. Das heißt, auch wenn es jetzt noch keine konkreten Fragen gibt, gibt es eben noch weiter die Möglichkeit zum Austausch mit den SpeakerInnen. Gut, ansonsten, wenn sich jetzt keine weiteren Fragen ergeben, würde ich einfach von unserer Seite auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank eben an alle SpeakerInnen richten. Ich glaube, das war auch jetzt ein guter, es war ja eigentlich schon fast auch mit ein Auftakt so als mit erste Session vom Let's Talk Campus und genau, sehr, sehr spannende Vorträge. Ich bin da gespannt, was eben jetzt auch noch an den Thementischen dazu noch weiter diskutiert wird oder sicherlich auch noch im Nachgang. Sie haben ja zum Glück auch alle Ihre Kontaktdaten geteilt. Deswegen vielen, vielen Dank und viel Spaß auch noch und Interesse für das restliche Event heute.